So, nachdem wir uns alle nun hoffentlich ausreichend koffeiniert haben, darf ich euch herzlich begrüßen zum Talk, wie man einen Softdrink auf den Markt bringt, die Startup-Story hinter Volt Cola. Wir sind alle Nerds, wir mögen alle Koffein und gestalten uns damit unsere eigene Realität etwas spannender, aufregender und haben generell Spaß daran. Und eine dieser Koffeinquellen ist Volt Cola und wie ich hier im Saal sehe, sind wir auch alle ausreichend damit versorgt. Ansonsten gibt es sie übrigens auch an der Bar. Wie man ein Softgetränk entwickelt und auf den Markt bringt, welche Hürden man dabei hat und wie man sich dabei konkurrenzfähig hält, das präsentiert uns heute Klaus. Ein herzliches Willkommen an ihn. Dankeschön. Ja, von unserer Brause gab es früher eine Version, die hieß Jolt Cola und heute heißt sie Volt Cola. Wer hat sie denn schon als Jolt Cola probiert? Ist da irgendeiner dabei? Ja, wir haben den Chaos Computer Club schon unterstützt in den 90er Jahren, als der jährliche Kongress noch in Berlin-Weißensee im Kongresszentrum stattfand. Und da hatten wir schon eine erste Anfrage vom CCC, ob wir nicht liefern können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen ein Sponsoring-Programm auf. Ihr müsst Verständnis haben, wir sind eine ganz kleine Bude. Wir können nicht wie die Großen so kostenlos um uns schmeißen, aber wir stellen euch unsere damals noch Jolt Cola zu reinen Herstellkosten und Transportkosten zur Verfügung, weil wir haben keine eigene Fabrik und keine eigenen LKWs. Das sind externe Partner, die müssen wir bezahlen. Und auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, wenn es Multiplikatoren gibt, Veranstaltungen, Events, wo unsere kleine, unbekannte Marke getrunken und konsumiert wird. Und dann tun wir unseres dabei und alles andere wird aus den Kosten rausgeschmissen. Und der Veranstalter, so wie hier auch die MRMCD, haben von uns dann die Volt zu reinen Herstellkosten zur Verfügung. Das hat für uns den Vorteil, wir können viele solcher Events unterstützen. Wir sponsern zum Beispiel den Chaos Computer Club in Köln, den in Aachen. Wir haben verschiedene andere Events, Hackerspaces, wo dann unsere Volt hingeht und das immer nach demselben Modell. Also das auch an euch, wenn ihr irgendwo mal Veranstalter seid von irgendwas, ihr könnt gerne anfragen, das Sponsoring-Modell gilt für euch auch. Ja, und dann hat mich der Oliver gefragt, Olli, ne? Nicht Oliver, oder? Unicorn, okay, hat mich Unicorn gefragt, ob ich nicht mal die Geschichte von Jolt Volt hier erzählen soll. Und dann habe ich gesagt, das ist aber eine reine Fuck-up-Geschichte. Und dann hat er gesagt, ja, dann umso mehr. Und diese Fuck-up-Geschichte, die am Ende hoffentlich doch ein gutes Ende hat, die möchte ich euch gerne erzählen. Und der Blitz schlägt ein. So wie ich jetzt einen und ihr eben einen schönen eiskalten Schluck zu euch genommen habt. So war ich 1993 und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich selbstständig gemacht, auf einer Messe unterwegs. Wie bin ich überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen? Meine Wurzeln lagen, ich habe BWL studiert, bei Unilever meine ersten Sporen verdient. Langnese Iglo ist eine Tochter von Unilever und ich habe tatsächlich in Hamburg im Eiscreme-Marketing gearbeitet und habe jeden Tag ein Eis essen können oder auch zwei oder drei, wenn ich wollte. Das war herrlich. Die Kühlbox stand direkt neben meinem Kollegen und mir und wenn wir Lust hatten, haben wir mal reingegriffen und da war irgendwas war immer drin, was die Entwickler entwickelt hatten, Konkurrenz aus dem Ausland und so weiter. Also ein ganz herrlicher Job und es hat einfach Spaß gemacht, Marke zu machen bei Langnese Iglo. Und mit ein bisschen Stolz erzähle ich das sehr gerne. Als Produktmanager hatte ich den Auftrag von meiner Chefin, ich sollte ein Erwachseneneis machen, das man auch gerne im Winter isst. Und rausgekommen ist der Magnum. Also das war natürlich toll.
Dass das später mal so ein riesiger Erfolg geworden ist, hat kein Mensch ahnen können damals. Wir haben mit ganz kleinen Stückzahlen geplant und dann ist das explodiert. Ich selber habe die Marke dann nicht eingeführt in den Markt. Ich habe sie entwickelt und erfunden, aber eingeführt dann mein Kollege, weil mich hat man nach Holland versetzt zur Schwesterfirma Iglo Ola. Und dann war ich plötzlich der Captain Iglo von Holland. Fisch, Gemüse und Suppen im Tiefkühlkostbereich. Und auch das ein tolles Feld, Lebensmittel überhaupt ist spannend. Und da habe ich meine Marketing-Sporen verdient. Habe niemals Verkauf gemacht, das muss man auch dazu sagen. Und trotzdem, es juckte mich, ich wollte was Eigenes machen, eigenes Business machen. Und deswegen habe ich bei Unilever gekündigt. Und dann bin ich 1989 zurück nach Köln, habe ein kleines Apartment angemietet, habe eine Visitenkarte gedruckt, da stand drauf Marketingberatung und habe gesagt, ja, habe ich ja bei Unilever gelernt, jetzt bin ich Marketingberater. Ne? Das ist ein komplett ungeschützter Beruf. Du kannst auch eine Visitenkarte drucken und bist ab morgen Unternehmensberater. Also so einfach ist das. Muss man auch nichts für studiert haben, gar nichts. Man braucht nur Leute, die dann zuhören wollen. Gut. Und das war Ende 1989, zum 1. Oktober. Und dann saß ich in meinem Büro, / Schlafzimmer, und habe jeden Tag auf Anrufe gewartet. Es rief aber keiner an. Und dann fiel die Mauer in Ostdeutschland. Und dann dachte ich, jetzt hast du ja eh nichts zu tun. Gehst du einfach mal gucken, was denn da so los ist. Und meine Mutter gab mir den Tipp auf den Weg, wenn du da rüberfährst, dann tu aber auch was für deine Kultur, geh mal auf die Wartburg. Braver Sohn, der ich bin, habe ich das gemacht, bin dann auf die Wartburg hoch und als ich runterkam, das war wohlgemerkt eine Woche nach Mauerfall, stand da unten ein alter, rostiger Frittenwagen aus Paderborn, Paderborner Kennzeichen, und verkaufte Pommes frites und Coca-Cola-Dosen für 2,50 € Westmark. Dann gingen die Leute hin, tauschten beim Schwarzhändler 30 Meter um die Ecke Ostmark gegen Westmark um und investierten tatsächlich 50 Mark ihres Monatseinkommens. Und das war ungefähr in Ostmark, Westmark fast gleich so. 50 Mark investierten die in eine Dose Coca-Cola. Ja, und da hatte ich Dollarzeichen in den Augen. Da dachte ich, boah, da kannst du jetzt als Unternehmer aktiv werden. Und meine Überlegung war aber, wenn, dann müsste das was Nachhaltigeres sein und nicht irgend so ein rostiger Frittenwagen. Und dann habe ich mit Betreibern, potenziellen Betreibern aus der damaligen DDR Kontakt aufgenommen über eine Anzeige, die sich dann bei mir gemeldet haben und mit denen zusammen bei verschiedenen Städten und dann Anträge gestellt, ob wir einen Kiosk aufbauen dürfen, eine wunderschöne Stahl-Glas-Konstruktion mit wilhelminischem Spitzdach, die dann auch zugleich Städtebildverschönerung war. Und dann haben wir tatsächlich 5 Standplätze bekommen mit 5 verschiedenen Partnern und die haben dann diese Kioske aufgemacht und in einer Art Franchise-Konstruktion betrieben und ich habe die ganze Finanzierung gemacht. Habe mich verschuldet bei der Bank, die Gelder aufgenommen dafür und dann haben wir die Kioske aufgebaut. Und die D-Mark kam dann ja sehr schnell, zum 1. Juli des Jahres 1990 und das Geschäft lief gut und dann haben die Betreiber gesagt, noch einen, noch einen, noch einen. Ja, und dann waren es dann nachher 12 Kioske und sogar ein Rewe-Supermarkt in Ostdeutschland. Das waren meine ersten unternehmerischen Erfahrungen. Aber es war unglaublich anstrengend. Ich habe jede Woche eine Runde gemacht, an allen 13 Objekten vorbei. Die waren in Neubrandenburg, in Berlin, in Frankfurt an der Oder, in Dresden, in Erfstadt. Ich habe in Erfurt, ich habe jede Woche 1500 Kilometer gemacht. Und irgendwann war ich ausgebrannt davon. Das war also wirklich schlauchend. Die Betreiber haben alle sehr gut verdient und dann habe ich meine Anteile an die Betreiber verkauft. Heute sagt man sehr schön, ich habe einen Exit gemacht, habe das Geld rausgezogen, habe auch einen kleinen Gewinn gemacht damit und dann ein Jahr lang nur Unternehmensberatung und dann lief ich 1993 über die Anuga in Köln.
auf der Anuga, größte Ernährungsmesse der Welt, stellen Aussteller aus der ganzen Welt stellen dort aus. Und dann kam ich an einem Stand vorbei und da gab es eine Cola namens Jolt. Und ich blieb stehen und ich bin Cola-Liebhaber seit meiner Kindheit. Cola fasziniert mich, hat mich immer fasziniert, trinke sie unheimlich gerne. Da dachte ich, oh, die muss mal probieren. Und als ich dann meinen ersten Schluck Jolt-Cola getrunken habe, da fuhr der Blitz in mich ein. Das Ding musst du nach Deutschland holen. Und der Claim, den die damals hatten, war all the sugar and twice the caffeine. Und das war der Vorläufer aller Energy-Drinks. Noch bevor es Red Bull gab oder so, die war doppelt so stark wie eine Coca-Cola, unheimlich kräftig, intensiv vom Geschmack. Und ich habe euch mal mitgebracht, wie die Dose aussah. Ich habe dann am Stand direkt meine Visitenkarte hinterlassen und gesagt, oh, da möchte ich was mitmachen, schickt mir doch mal Muster. Und dann kamen dann zwei Wochen später, kamen die Muster aus den USA und das hier war dann die erste Dose, die aus den USA rüberkam, meine erste Jolt, die ich importiert habe. An der Messe hatte ich schon mal eine getrunken und das war dann die erste. Und so sah die damals aus. Und von da an habe ich versucht, den Inhaber, den ich auch dort auf der Messe kennengelernt habe, zu überzeugen, doch nach Deutschland zu kommen. In den USA war er sehr erfolgreich. Es war die vierte nationale Cola-Marke mittlerweile, ist Mitte der 80er Jahre auf den Markt gekommen. Und über das hohe Koffein hat er eine Hauptzielgruppe bei den Programmierern gefunden. Es gab einen Software-Wettbewerb mit deren PC-Zeitung, Software Development hieß die. Jedes Jahr kam dann der Jolt Award raus für die beste Software des Jahres, die programmiert worden ist. Und das war eine in Plexiglas eingegossene Jolt-Dose. Das war der Pokal. Und die Programmierer in den USA waren unglaublich heiß drauf. Gab's dann am Ende, später gab's dann bis zu 18 Kategorien, einen dieser Pokale einzuheimsen. Und die standen dann auch bei den großen Firmen wie Red Hat oder so, die sich diese Preise geholt haben. Und nannte mich ja Unternehmensberater, diesen Amerikaner beraten, wie er auf den deutschen Markt kommen soll. Und er sollte das viele Geld mitbringen, was es kostet, so ein Ding auf den Markt zu bringen. Aber der war beratungsresistent. Der wollte partout kein Geld ausgeben. Irgendwann, ich war schon zweimal in Amerika, um ihn zu überzeugen, beim zweiten Besuch sagte er, Klaus, ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe ein Prinzip, ich habe hier in meinem Heimatland noch so viel zu investieren, ich gebe kein Geld in fremden Ländern aus. Aber du hast so viel Herzblut da drin, du sagst mir, das geht, das funktioniert in Deutschland, warum machst du das denn nicht selber? Ich gebe dir einen 20-Jahres-Lizenzvertrag, Konzession nennt sich das in der Fachsprache der Branche. Und dann baust du das selber auf, aber du musst das mit eigenem Geld machen. Ja. Und dann habe ich zugegriffen. Und so wurde ich Cola-Konzessionär, so wie Max Schmeling nach dem Zweiten Weltkrieg für Coca-Cola Cola-Konzessionär war. So war ich plötzlich Cola-Konzessionär für die Marke Jolt. Und die war in den USA hinter Coca-Cola, Pepsi-Cola und dann gab es noch eine Billigmarke, RC-Cola, war Jolt in den USA die viertgrößte Marke mit 80 Millionen Dollar Umsatz damals. Ja, so und dann dachte ich, so ein bisschen Geld hast du aus deinem Exit deiner Kioske. Familie, Freunde, Bekannte. Banken haben mir übrigens kein Geld dafür gegeben. Die haben gesagt, weiß ich noch, wie heute, wie damals, meine Hausbank war die Dresdner Bank und der Geschäftsstellenleiter sagte ganz mitleidig, Herr Dörrenhaus, das ist doch Unternehmertum. Wieso kommen Sie denn zu uns? Wir sind doch eine Bank. Da müssen Sie draußen am Kapitalmarkt sich Investoren suchen. Aber kommen Sie doch nicht zu uns damit. Also Banken, keine Chance. Ja, und dann kam das Kapital von Familien, Freunden, Bekannten und dem, was ich selber hatte.
Ich habe insgesamt in D-Mark damals 1 Million D-Mark zusammengebracht, habe meinen Businessplan geschrieben und in dem Businessplan stand drin, im zweiten Jahr sind wir bei 30 Millionen Dosen und ich mache viel Kohle. Ja, so. Und die Euphorie, die war gigantisch. Ich habe mehrere junge BWLer, die gerade mit dem Studium fertig waren, im Büro gehabt. Die waren genauso euphorisch wie ich. Und wir waren ein Team von 5 Leuten. Ja, und dann habe ich Marktforschung mit Nielsen gemacht. Wir haben eine PR-Agentur engagiert. Wir haben Marktforschungsdaten extern eingekauft. Und dann bin ich zum Handel. Und beim Handel, und jetzt kommt das, was ich eben sagte, ich hatte noch nie Verkauf gemacht, ja, sitze ich den Einkäufern gegenüber, total unbedarft, aber voll mit Euphorie und habe ihnen von dem tollen Produkt erzählt und die Positionierung doppelt so stark wie Coca-Cola, das wird einschlagen wie eine Bombe. Ja, meine erste Lehrerfahrung war zum Beispiel, damals gab es noch die Kaisers-Tengelmann-Gruppe, dass der Einkäufer sagte, ja, wir haben 45 sehr große SB-Warenhäuser, die große Magnetmärkte. Dann stellen Sie uns doch einfach mal für jeden Markt 1-Euro-Palette gratis zur Verfügung und dann testen wir das. Und wenn das dann einschlägt, dann können wir das ja in der ganzen Gruppe einführen. Also habe ich, Idiot, denen 1,5 LKW-Ladungen von Notting zur Verfügung gestellt. Keinen einzigen Pfennig dafür bekommen. Der Kerl hat diese 45 Paletten in seine 45 Märkte reingestellt, hat 4 Wochen lang zum Normalpreis verkauft, den wir empfohlen hatten, damals 99 Pfennige. Und dann hat er mich angerufen, Herr Dörrenhaus, es läuft nicht. Wir haben immer nur so 6 oder 7 Karton pro Markt verkauft. Tut mir leid für Sie, aber wir werden es jetzt runterpreisen. Dann hat er das Ganze runtergerissen auf 49 Pfennige, hat den Rest verkauft, hat die ganze Kohle in seiner Kasse gehabt und ich stand ohne irgendwas da und eine Listung hatte ich auch nicht bekommen. Zur Metro bin ich gegangen. Dann sagt der Einkäufer zu mir, ja, wir könnten Sie in der Metro-Gruppe, könnten wir Sie listen, wir kriegen ein Listungsgeld von Ihnen dann von 3 Millionen D-Mark. Ist das in Ordnung? Ich bin vom Glauben abgefallen. Ja? Was war das? Das war ein Prohibitivpreis. Der hatte eine Exklusivabsprache mit Coca-Cola, dass er kein Pepsi führt. Damals ging das noch, heute darf man es durch eine EU-Rechtsregelung nicht mehr. Damals ging das noch. Und er kriegte dann 2% vom Gesamtumsatz nochmal obendrauf, wenn er sich dran gehalten hat, dass er keine zweite Cola-Marke aufgenommen hat. Ja, und das war das Preisschildchen. So, ich bin vor eine Wand nach der anderen gelaufen. Ich habe mein Produkt bei keinem der Lebensmittelhändler reinbekommen. Aber eine Burnrate von im ersten Jahr 1 Million D-Mark. Die Million war nach einem Jahr weg. Und wir haben zu dem Zeitpunkt 300.000 Dosen abgesetzt. Nichts, 30 Millionen. 300.000 Dosen und davon hatte ich 200.000 Dosen verschenkt. Jede Dose, die wir verkauft haben, die wir aktiv verkauft bekommen haben, habe ich mit 10 D-Mark subventioniert. Ich hatte ein wunderschönes Büro, das musste ich leider kündigen. Die jungen Leute, die bei mir waren, waren natürlich enttäuscht, dass es nicht funktioniert hatte, haben aber, weil sie alle eine gute Ausbildung hatten, sehr schnell woanders einen Job bekommen. Und ich blieb dann zurück. Alleine bin in den Technologiepark in Köln gegangen, habe da ein Zimmerchen angemietet und gesagt, aufgeben gibt's nicht. Bin dann jeden Tag rausgefahren, die Cola, die Jolt in den Kofferraum gelegt, zu den Supermärkten hingefahren und versucht, einzelne Supermarktbetreiber zu überzeugen, dass sie es doch in ihre Regale nehmen. Und tatsächlich, die, die es aufgenommen haben, die es ganz einfach nur ins Regal neben Coca-Cola und Pepsi-Cola gestellt haben, haben ganz gute Absätze gemacht. Und so haben wir erst einen ersten, dann einen zweiten, einen dritten bekommen. Bei uns in der Region gab es damals gab es ja noch die Spar. Und das hier, was ihr im Bild seht, ist einer der Sparkaufleute.
die dann mitgemacht haben. Und dann hatten wir an die 10 Sparmärkte und bei allen lief es. Und von denen habe ich die Daten genommen und bin dann zur Regionalniederlassung der Spar in Langenfeld. Und die haben dann gesagt, ja, okay, wenn wir die Zahlen sehen, wir geben ihnen mal eine Chance. Und da bin ich ohne Listungsgeld dann reingekommen. Ein netter Einkäufer. Und der hat gesagt, wir probieren es aus. Und so hatten wir die erste Niederlassung eines der großen Lebensmittelfilialisten. Und da hat sich Jolt dann wieder bewiesen, das Konzept funktionierte, der Geschmack war toll und die Konsumenten wollten das Produkt. Und von da ging es dann langsam weiter und wir haben dann begonnen mit diesen Sponsorings, von denen ich euch eben erzählt habe, haben vor allen Dingen unsere Fanbase auch aus den Programmierern und dann später den Gamern dann auch geholt. Es gab einen Film, Hackers, absoluter Kultfilm mit der jungen Angelina Jolie drin in der Hauptrolle. Und da spielte Jolt eine sehr große Rolle, als die Hacker über Nacht versucht haben, den Bösewicht zu knacken. Da hat der Regisseur, um die Timeline zu zeigen, erst eine leere Dose, dann 2 leere Dosen, dann 3 und zum Schluss standen da 20 leere Dosen, wie das Team dann über Nacht gearbeitet hat und am frühen Morgen haben sie den Code geknackt gehabt. Das war damals in der Szene ein sehr bekannter Film und da sind wir dann auch angesprochen worden. Wir haben mit dem Filmverleih eine Kooperation gemacht, dass wir deren Bilder benutzen durften. Wir hatten diesen kleinen Ausschnitt, wo Jolt dann drin vorkam. Jolt, the Softdrink of the Elite Hackers, hieß es da. Der lief bei uns auf der Webseite und so hat sich Community gebildet und es wuchs und wuchs. Und nach 7 Jahren waren wir das erste Mal bei knapp 1 Million Dosen. Noch nicht ganz 1 Million Dosen. Und dann am 26. Oktober war das 2002. September war Bundestagswahl gewesen. Die Grünen kamen mit in die Regierung rein. Und dann stellt sich der neu designierte Umweltminister Herr Trittin vor die Kamera. Wir sind stolz, ein Teil der neuen Regierung zu sein und unsere erste Handlung wird sein, die Einführung eines Dosenpfands zum 1. Januar 2003. 3 Monate. Und von diesem Tag an hat der Lebensmittelhandel, der nicht wusste, wie er mit einem Pfand auf Cola-Dosen oder auf Getränkedosen hätte umgehen können, uns komplett ausgelistet, auch die anderen. Die haben keine einzige Dose mehr geordert. Alles, was wir in 7 Jahren aufgebaut haben, war auf einen Schlag vernichtet. Wir sind komplett rausgeflogen. In der Not, um die Marke am Leben zu halten, haben wir dann einen E-Commerce-Shop aufgesetzt. Einen der ersten Online-Shops für Getränke, die es überhaupt gab, im Jahr 2002. Und 2003 war dann der Start des Dosenpfands, ab dann mussten wir aktiv sein. Und dann haben die Konsumenten, wir hatten so viele Hardcore-Fans bei uns geordert, wir haben so um die 80.000 Dosen im ersten Jahr über diesen Online-Shop verkauft. Und die Konsumenten haben uns die Dosen, die leeren Dosen, zurück ins Büro geschickt. Und dann haben wir da gestampft und es dann zum Recycling gegeben. Aber es ist gelungen, die Marke so am Leben zu halten. Und nach 2 Jahren kam dann dieses DPG-System, dieses Logo, was ihr hier hinten drauf seht, ne, das Pfandsystem, war dann etabliert und dann konnten wir langsam wieder in den Handel rein. Wenn ich sage wir, dann ist das meine Person. Der Leandro, mein Sohn, der da sitzt, der jetzt mittlerweile mitarbeitet bei uns, damals aber noch nicht. Der hat nur getrunken, was er eigentlich nicht durfte, als er ein kleiner Bub war. Aber meine Frau macht die Buchhaltung und die Finanzen. Und wir hatten immer eine feste Praktikantenstelle, rotierend, für Leute, die ein Volontariat machen wollten, die ins Marketing, ins Produktmanagement reinschnuppern wollten. Und das war das Team, aus dem wir operiert haben. Und
Mit dem DPG-System konnten wir langsam wieder in den Markt zurück, wieder neu aufgebaut, Schritt für Schritt. Und wir waren 2010 ein zweites Mal bei knapp 1 Million Dosen. Immer noch nicht die 1 Million Dosen gesprengt. Und dann passierte Katastrophales. In den USA hatte der Inhaber, der CJ Rep, der Jolt erfunden und auf den Markt gebracht hat, eine Idee für eine Dose mit einem Schraubdeckel. Das kostete sehr viel Geld. Und um das zu finanzieren, hatte er sich eine Private Equity Company reingeholt. Die Private Equity Company hatte 43% Anteil. Und damit hat er diese neue Verpackung dann finanzieren können und gelauncht. Und dann kam in 2008, 2009 die Finanzkrise. Die Leute hatten weniger Geld und er war mit seiner Verpackung extrem teuer, weil es halt sehr aufwendig war. Und dann haben die Konsumenten in den USA mehr die Billigmarken gekauft und weniger von Jolt. Er brauchte nochmal was Kapital. Und dann haben die Leute von der Private Equity Gesellschaft gesagt, nur wenn sie die restlichen 8% noch dazu bekommen, dass sie 51% haben. Also nur wenn sie die Mehrheit bekämen. Ihm blieb nichts anderes übrig, hat zugesagt. So, dann haben die ein Darlehen ihrer Muttergesellschaft, einer Privatbank, in die Firma reingelegt und dafür die Gesellschaftsanteile genommen. Und 4 Wochen, nachdem sie 51% hatten, haben sie den ursprünglichen Inhaber und Gründer rausgeschmissen. Haben einen fremden CEO eingesetzt und diesem CEO die Aufgabe gegeben, die Firma einmal durch die Insolvenz zu waschen, um sich die anderen 49% zu holen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. So, im Mai 2010 klingelt bei mir das Telefon. Die Amerikaner schickten den Grundstoff nach Holland. In Holland wurde es in der Fabrik abgefüllt und an die Distributeure. Ich war einer in Deutschland, es gab auch einen in Schweden, es gab einen in Irland. Wurden die abgefüllten Dosen verkauft. Und die Fabrik rief mich dann an und sagte, Herr Dörrenhaus, wissen Sie, was hier los ist? Die Amerikaner bezahlen keine Rechnung mehr. Und ich kaufte ja die Dose inklusive Lizenzgebühr von den Amerikanern. Also ich war nicht der direkte Kunde der Fabrik. Ich sagte, ich weiß es nicht, ich ruf mal an. Und dann hatte ich diesen neuen CEO am Apparat. Und dann sagt er zu mir, oh Klaus, ich habe ganz vergessen, dich zu informieren. Ja, wir sind nach amerikanischem Recht durch die Insolvenz und das bedeutet, dass wir keine alten Schulden bezahlen müssen. Ich sage, ja, aber wenn ihr die Fabrik nicht bezahlt, dann kriege ich keine Ware mehr, dann ist mein Geschäft tot. Klaus, das ist nicht schön, ja, weiß ich. Aber wir haben auch kein Interesse mehr an Europa, muss ich dir sagen. Da sage ich, ja, was ist denn mit der Anuga? Ich habe euren Anuga-Stand, euren internationalen Anuga-Stand letztes Jahr für euch organisiert. Ich kriege noch 8.000 Euro von euch für die Organisation des Standes. Klaus, ich habe dir doch gerade erklärt, wir sind durch die Insolvenz, wir müssen keine alten Schulden bezahlen, wir haben kein Interesse mehr an Europa, ich wünsche dir viel Glück. Klack, hat das Schwein aufgelegt. Und damit waren 15 Jahre meines Lebens, die da reingeflossen sind, kaputt. So, und zu diesem Zeitpunkt dann die Frage, was jetzt tun. Und ich bin einfach nicht der Typ, der aufgibt. Ich habe mit meiner Frau dann überlegt, ob wir nochmal einen dritten Anlauf wagen sollen. Und ich hatte den Markennamen Volt immer schon geschützt in der Schublade liegen, weil er phonetisch sehr nah dran ist an Jolt. Und Jolt, einem Amerikaner sagt er was, ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß, ein Jolt ist, wenn man einen Kuhzaun anfasst und kriegt einen gezitscht, dieser kleine Schlag, das ist ein Jolt. Aber einem deutschen Konsumenten mit einem normalen Schulenglisch sagt das eigentlich nichts. Aber Volt ist natürlich ein sprechender Name. So, und ich hatte immer Angst, wir sind eines Tages erfolgreich und dann kommt ein Trittbrettfahrer und macht eine Volt-Cola. Deswegen die Marke schon geschützt in der Schublade liegen gehabt. So, und dann
hat meine Frau mir erstmal grünes Licht gegeben, dass sie gesagt hat, okay. Dann habe ich den alten Inhaber angerufen, was er davon hält. Und dann sagt er, Klaus, wenn du das machen willst, von mir aus gerne. Nur ich kann dir nicht helfen. Die haben mir meine Firma geraubt. Ich muss jetzt mit Rechtsanwälten versuchen, ob ich sie zurückbekomme, ob ich Schadensersatz bekomme. Ich muss gegen die kämpfen, gegen die Schweinehunde. Ich kann dich nicht unterstützen. Wenn ich irgendetwas tun würde, was gegen die Marke arbeiten würde, dann könnte das schlecht für meinen Prozess sein. Nebenbei bemerkt, er hat 10 Jahre gekämpft und hat am Ende dann einen Schadensersatz bekommen. Er hat Recht bekommen, aber es hat 10 Jahre gedauert. Und das war dann im Mai 2010 und dann habe ich mit der Fabrik geredet, habe gesagt, ob ich ihnen die restlichen Bestände, die noch da sind, abkaufen könnte, damit ich Zeit gewinne, damit wir nicht direkt aus den Regalen überall rausfliegen, sondern dann, wenn wir mit Volt kommen, dann anschließen können. Und ich brauchte die Zeit, um dann meine eigene Rezeptur zu entwickeln, um das Markendesign, das neue Design zu entwickeln. Und wir haben dann mit einem Grundstoffhaus zusammen. Grundstoffhäuser sind zum Beispiel Wild, Döhler, Simreis, Tate & Lyle, Thea Geier etc. Also es gibt diverse Grundstoffhäuser in Europa, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie riesige Entwicklungsabteilungen haben. Und man kann mit den Entwicklungsabteilungen zusammen dann Schritt für Schritt seine Rezeptur entwickeln. So, und ich wollte, dass sie wieder genauso lecker wird oder vielleicht sogar noch leckerer wie die alte Jolt. Aber uns hatte mittlerweile Red Bull links überholt. Wir hatten ja doppelt so viel Koffein wie Coca-Cola, aber Red Bull hat 3-mal so viel Koffein wie Coca-Cola. Und damit haben wir eigentlich auch unser Alleinstellungsmerkmal verloren gehabt. Ja? Und so kam also dann die Idee, dass wir gesagt haben, dann gehen wir jetzt auch auf dasselbe Koffein-Level. Das sind dann auf den Liter gerechnet 320 Milligramm Koffein. Und jetzt kommt eine Testfrage, für die man ein Volt-T-Shirt gewinnen kann in Größe L. Wie viel Koffein ist in Kaffee auf den Liter gerechnet? Also Coca-Cola hat 100, die Jolt hatte 200 Milligramm, die neue Volt hat 320. Und wie viel Milligramm Koffein pro Liter sind im Kaffee? Best guesses. Wer am nächsten rankommt, kriegt es. 330. Wie viel? Normaler Filterkaffee. 20, 15, 5, 120 Milligramm pro Liter. 800, da ist der T-Shirt-Gewinner. Geht das, ohne dass die Volt umfällt? Ja. Ja, also das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man das vergleicht. Der Kaffee hat noch viel, viel mehr. Das heißt, wir haben jetzt in einer Dose 160 Milligramm drin und das entspricht ungefähr so einem Kaffeebecher, wie ihr ihn hier auf dem MRMCD habt, um da hinten an der Kaffeebude Kaffee zu holen, also so eine Bürotasse. Das ist ungefähr dasselbe wie in einer Volt. Ja, es hat 6 Monate gedauert und im Dezember 2010 sind wir dann mit dieser Dose auf den Markt gekommen. Im Battery-Look damals noch, der ein bisschen plump ist, aber natürlich sehr schön kommuniziert. Volt, das Plus-Minus drauf, der kommuniziert, da ist richtig viel Power drin. Und das war der dritte Anfang. Es ist zum Glück geglückt, viele der Listungen, die wir bei den Lebensmittelhändlern hatten, zum Beispiel bei den großen Rewe-Centern, da standen wir mit der Jolt drin und als die dann abverkauft war, wurde dann als Nachfolgeartikel die Volt geliefert, sodass wir die Chance hatten, damit weiterzumachen. Und seitdem geht es wieder aufwärts und zu der magischen Zahl der Millionen Dosen. Wir hatten im letzten Jahr mal ausnahmsweise eine Ein-Wochen-Aktion bei der Netto. Und die haben dann in dieser Woche bei uns ein paar LKW gezogen
Und wir sind im letzten Jahr das erste Mal über die Millionen-Dosen-Grenze hinaus, haben 1,2 Millionen Dosen verkauft. Das ist für uns super. Danke. Für uns ist das super. Auf der anderen Seite, wenn wir es vergleichen mit Coca-Cola, also das sind dann in Litern sind das dann 600.000 Liter und Coca-Cola verkauft um die 3 Milliarden Liter in Deutschland. Wir liegen in ungefähr 2.500 Lebensmittelgeschäften und vielleicht 100 Tankstellen. Und Coca-Cola intern spricht davon, dass sie inklusive Getränkeautomaten, Kantinen, Cafés, Bars, Restaurants, Sportclubs, Fußballheime etc., dass sie in Deutschland über 500.000 Verkaufsstellen haben, wo man eine Coca-Cola kaufen kann. Also dagegen seht ihr, was für ein klitzekleiner Zwerg wir sind. Aber dieser erste Meilenstein ist jetzt endlich geknackt und die Hoffnung ist, dass es weiter nach oben geht und dass wir nicht nochmal so einen Nackenschlag bekommen, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben. Im zweiten Teil komme ich jetzt gleich kurz darauf zur Entwicklung der Zero, noch von den zeitlichen Abständen. Wir haben dann 2016 auch eine Cola Orange dazu gemacht. Und dann kam die Frage, das war ja die alte Dose, wie machen wir das jetzt mit dem Design, wenn wir Geschmacksrichtungen haben wollen? Und deswegen haben wir das Design dann umgearbeitet, dass wir hier über die Farbcodes, und Silber wird dann der Farbcode für die neue Zero sein, zur Differenzierung haben. Und seit 2016 gibt es also dann dieses Design hier. Ich habe ein paar kleine Bilder für euch für diese erste Phase mitgebracht und dann erzähle ich was dazu, was bei der Zero passiert ist. Das sind die Listungen, wo man es heute bekommen kann, also bei den Rewe-Centern national, Rewe im Westen, im Südwesten, in Hessen, im Osten, Norden, jetzt neu bei Dortmund, aber noch nicht in Bayern. Also im gesamten Bayern gibt's da noch nicht. Dann bei Hit, Netto war die einmalige Aktion und bei der Edeka in Nordrhein-Westfalen, bei der Edeka Rhein-Ruhr, in einem kleinen Gebiet der Edeka Minden. Aber Edeka sind wir nicht so gut vertreten wie bei den Rewe-Märkten. Wir haben über meine Tätigkeit im Marketing viele Kooperationen, die auf Win-Win-Basis mit anderen zusammen stattfinden, in der Regel mit Filmverleihen. Und von daher hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon mal Plakatwerbung von uns gesehen. Anfangs war das dann mit Jolt und später dann mit Volt. Das ist, was ich erzählt habe, Software Development. Jedes Jahr der Preis, den Jolt Award zu gewinnen. Wir haben dann bei uns in Deutschland das auch mal gemacht. Es gab in einem Jahr mit dem PC-Magazin zusammen den Linux Award. Allerdings wollten die dann in den späteren Jahren doch von uns finanzielle Zuschüsse dazu haben und die haben wir einfach nicht stemmen können. Von daher ist das nicht fortgesetzt worden. Wir unterstützen mit unserem Sponsoring auch LAN-Partys. Vor Corona war das noch sehr weit verbreitet. Es fängt langsam wieder an. LAN Foundation ist in 2 Wochen, startet die in Bayern zum Beispiel. Wir hatten dieses Jahr schon 3 oder 4 LANs, die wir unterstützt haben mit unserem Sponsoring-Programm. Und die es veranstalten, haben immer viel Spaß, aber der Zulauf ist durch das Internet-Gaming nicht mehr so groß, wie es früher war. Aber für die Fans, die hinkommen, immer eine tolle Sache. So sieht das aus, wenn sich Fans die Volt aus dem Internet besorgt haben. Das sind dann Pakete von 24 oder von 48 Dosen, die man sich bestellen kann bei uns. Und wir schicken die gerne nach Hause, weil es gibt immer noch so viele weiße Flecken in Deutschland, wo man sie nicht bekommen kann. Und auf diese Art und Weise dann ist sie erhältlich. Ja, das sind die 3 Produkte. Ab
hoffentlich 15. September wird es dann die Siro geben. Eigentlich hätte sie hier zur Messe schon da sein sollen. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben einen kleinen Social-Media-Spot, da springe ich mal drüber. Plakatwerbung im letzten Jahr mit dem Tom Cruise-Film Top Gun zusammen, dieses Jahr mit Shazam, mit John Wick, mit Dungeons and Dragons. Das finde ich eine tolle Headline. Ohne Flash wäre Volt nur eine Cola. Gerade läuft in einigen Städten Werbung zu Transformers. Expendables wird in 10 Tagen kommen. Retribution läuft jetzt gerade. So, das sind alles Dinge, die wir in Kooperation mit den Filmverleihen machen und von denen dann auch Geld dazu bekommen, dass wir gemeinsam die Werbung machen können. Ansonsten könnten wir das alleine nicht stemmen. So sieht's im Keller eines Gaming-Clans aus, in deren Trainingsraum, die auch dann an unserem Sponsoring-Programm mitmachen und sich mit zu reduzierten Kosten die Volt bei uns dann als Clan besorgen, und dafür haben sie dann das Volt-Logo auf dem T-Shirt. Ja, also das, was im Fußballsport und sonst was in Großstadt findet, machen wir hier in klitzeklitzeklein. Das war in Mannheim, Campus Sampling. Wir sind auf ein paar Campi, sind wir in den Erstsemestertüten mit drin. Hadikolan, Simca Racing, das ist ein Fan, der hat bei uns angefragt, ob er unser Logo haben dürfte, um sich sein eigenes Auto zu gestalten. Natürlich, also wir sind komplett offen, freuen uns über jede solche Anfrage, alles, was im Netz passiert. Und last not least, wir haben auch Glasflaschen aufgelegt, aber bisher nur 30.000 Stück verkauft, weil in die Gastronomie reinzukommen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da sind wir einfach noch nicht stark genug für. Aber wenn jetzt für ein Event dann mal eine Glasflasche gebraucht wird, dann hätten wir auch die Glasflasche zur Verfügung. Wir haben ein paar kleine Distributeure, also Importeure eigentlich in Irland, in Finnland, Schweden, Norwegen und Österreich, die von uns kaufen, also selbstständig importieren und dann in ihrem Land vermarkten, aber das ist nicht mehr als so 100.000 Dosen im Jahr. Und Organisation, ja, was ich eben sagte, also wir firmieren unter KDM, das ist immer noch derselbe Name wie zur Gründungszeit, und ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, und ich höre, die Uhr tickt, ja. Also, bei der Siro, ich hätte sie gerne mitgebracht, aber wir kriegen zurzeit keinen Platz bei der Fabrik. Wir haben sie entwickelt über 9 Monate, haben nochmal eine Sonderlocke fahren müssen, weil gerade als wir fertig waren und wir hatten eine tolle Rezeptur zusammen, kam die Nachricht von der WHO, dass Aspartam auf die Liste der krebserregenden Stoffe gesetzt wird. Und wir hatten Aspartam in dieser Rezeptur drin. Haben wir gesagt, sofort das Projekt stoppen und nochmal komplett von vorne anfangen. Haben jetzt eine Süßstofflösung drin, die ohne Aspartam ist. Und wie wir glauben, ein sehr, sehr leckeres Produkt. Und wer jetzt schon mal testen möchte, wir haben eine Glasabfüllung dabei, und 12 Leute dürfen gerne probieren und mir sagen, ob sie leckerer als Coca-Cola Zero ist oder ob sie schlechter schmeckt. Also wer jetzt gleich vorbeikommen will, hier testen, und dann gibt es hier die Kärtchen, rot, gelb und grün, und wer getestet hat, nimmt ein Kärtchen, rot, nicht so gut wie Coca-Cola, gelb genauso gut und grün für schmeckt besser. Ja, und dann gucken wir mal, wie viele dabei rausgekommen sind. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich für deinen Vortrag und die spannenden Einblicke in Volt Cola. Ich wünsche den Tastern, die jetzt tasten werden, ein Happy Tasting. Und ich denke, wenn Leute für Fragen haben, können sie sich auch sicherlich nochmal an dich wenden während des Events. Dankeschön. Ja.